Hallo Leute! Ja, kleine Bonus-Episode, denn ich habe komplett vergessen, das Fazit für diesen Virtual Market rauszugeben. Außerdem findet hier gerade ein ganz besonderes Event statt. Und ja, ich befolge hier alle Regeln, also keine Sorge. I'm safe. Ja, nämlich für alle, die es nicht wissen, der Virtual Market Reel findet jetzt offiziell statt und es laufen auch gerade ein paar Streams oder so. Überall bei Virtual John Channel und so. Und es gibt diese vier besonderen Welten, wo ihr euch alle ansehen könnt innerhalb des Ganzen. Und das ist halt das Besondere, nämlich hier kann man tatsächlich mit der realen Welt sich verbinden. Die haben da so einen Stand stehen und mit dem kann man sich dann bewegen und die Leute sehen einen auch. Oder geben zum Beispiel einen Peace oder sowas. Oder Film ein. Ja, es ist ein Real Life sozusagen Meet. Leider ist mein Charakter ein wenig broken. Wen zeigt der, ist eher die Frage. Einer recordet, eine andere. Ja, und während wir hier ein bisschen Quatsch machen, ich habe sogar vorhin den Virtual Market Truck einfach hier vorbeifahren sehen. Und ich bin ja auf dem Event als Avatar zu sehen, tatsächlich. Auch als ein Extra-Bild, also erkennt man mich ein bisschen. Und ja, wenn wir hier ein bisschen Quatsch machen. Oh, diesmal funktioniert's. Möchte ich mein Fazit zu diesjährigen Virtual Market erzählen, jetzt mit allem, was noch offline passiert ist, zusammen. Der Virtual Market war zusammengefasst ja gut, aber er kommt nicht an die anderen ran, der Hauptreihe. Und warum? Mehrere Kritikpunkte. Der erste ist, was man leider sehr stark gemerkt hat, das Waschen. Es wurde ziemlich viel gewascht und daher hat man gemerkt, dass an manchen Welten ziemlich wenig Mühe gegeben haben, besonders bei den Questwelten. Letztes Jahr hatten wir halt Questwelten, wo es zusätzliche Story gab. Dieses Jahr hatten wir nur eine und die war nur leicht abgewandelt von dem Ganzen. Und ja, das war ziemlich enttäuschend, zumindest war es meine Lieblingswelt. Aber trotzdem, man hätte Bonus-Stories in die anderen zwei einbauen können, selbst Lurtech nicht. Stattdessen hat man sich dazu entschieden, einfach sie zu kopieren. Sie können uns übrigens auch hören, deswegen habe ich das Mikro aus. Jetzt ist die Frage, auf wen sie zeigen, ob die Kamera hier spiegelverkehrt ist oder so. Ja, und ein zweiter Kandidat, der mir leider sehr stark aufgefallen ist und den Virtual Market wirklich in Form von allen Virtual Markets extrem nach unten haut, ist die Wiederholung. Bisher ist es noch nie passiert in History vom Virtual Market, dass sich Modelle und Stände wiederholt haben. Außerhalb einer speziellen Welt, die dafür bekannt ist. Dieses Jahr ist es ganze 3-4 Mal passiert. Und auch im Thema Poster bin ich extrem enttäuscht. Denn mir ist extrem aufgefallen, dass viele von den Postern einfach Leute waren, die entweder im Virtual Market Team waren. Na gut, technisch gesehen haben sie einen Vorteil, aber es war trotzdem blöd. Oder einen Stand bereits im Spiel hatten. Und damit eigentlich schon einen Platz hatten vor Ort. Das
war wirklich blöd. Außerdem das neue Feature, was sie eingefügt haben mit den Communities, den Videos und den Songs. Es war eine schöne Idee, aber absolut grausam umgesetzt. Die Welt, diese Dinger sahen einfach nur out of place aus und meistens waren es hauptsächlich Videos und Sachen von Teammitgliedern vom Virtual Market Team, die ich alle von verschiedenen Meets-Treffen kannte. Und ja. Es war schade, es war wirklich schade. Standmäßig jedoch war es neutral in Richtung sehr gut. Besonders in der einen Manachi-Welt, der ersten, gab es zwei besondere Stände. Der erste, der schon letztes Jahr richtig abgeräumt hat, außerdem die RPG-Welt. Es gab auch einige schöne Modelle, aber die Wiederholung. Die Wiederholung war die Katastrophe. Was Wiederholungen in den originalen Welten gab. Storytechnisch dagegen haben sie dieses Jahr echt überrascht. Sie haben wirklich gute Storys geschrieben für einige Welten. Zum Beispiel Timmy wurde gut erweitert, die Geschichte vom Empire wurde gut erweitert und hat sich mit anderen Lore zusammengeschlitten. Manachi war, naja, die Modewelt war ein schönes Feature, auch wenn ich und Airman uns gegenseitig mit der Kamera gestritten haben. Und ja, die Kuse-Welt war creepy as beep, aber sie hat ihr Thema perfekt getroffen und war damit sehr extrem gut. Was die Parallelwelten jedoch angeht, sie waren nett, aber sie haben extrem geschwächelt. Man hat ziemlich stark gemerkt, dass einige der Parallelwelten gewascht wurden. Zum Beispiel Parallel. Vergessen. Auf jeden Fall die andere japanische Stadt mit den vielen Gebäuden und der Yacht. Da hat man es halt ziemlich stark gemerkt. In allen anderen Welten hatte Virtual-chan aus irgendeinem Grund Voice-Over. Sogar in der Main-Lobby hatte sie Voice-Over. Aber in dieser Welt nicht. Selbst in der Creepy-Welt hatte sie Voice-Over. Das machte keinen Sinn an diesem Punkt. Außerdem hatte jeder andere Charakter Voice-Over. Ab dem Punkt. Dubai war dagegen gut umgesetzt. War spaßig. Ich habe sogar später in dem VR-Chat-Runs einige weitere Easter Eggs in Welten gefunden, die ich so nicht bemerkt habe. Und ja, insgesamtes Fazit in verschiedenen Punkten aufgeteilt. Geben wir jetzt Punkte für die Story, für die Design, für die Events und die Stände. Story war ziemlich gut. Da gebe ich volle 5 Punkte. In allen Welten. Ach halt, ich muss 4 geben. Ich habe die anderen Welten vergessen, die Karl keine Story erhalten haben dieses Jahr. Und ja, Stände waren auch viele sehr gute dabei. Ich habe weniger So-Stände gesehen, aber die Wiederholung hat es halt ruiniert. Ich habe auch gemerkt, dass bei zum Beispiel den Cubes. Oh, die Cube-Welt war grausam mit ihrer Soundkulisse. Es leider, wie soll ich es ausdrücken, ziemlich viele Sachen gab, die schon in der Vergangenheit aufgetreten sind. Es gab auch einige Wiederholstände, die ich
ganz ehrlich die Nase voll hatte ab diesem Punkt, weil ich sie schon mindestens 3-4 Mal gesehen habe. Zum Beispiel habe ich jetzt ja, bei den einem Cube nochmal den Stand von diesem einen mit dem Baseball-Minispiel, was eigentlich Homer-Wettkampf ist, angeschaut und es wurde halt gar nichts daran geändert. Es wurde nicht mal ein Stück verändert. Und dasselbe hatten wir leider mit anderen Ständen ebenfalls. Höchstens ein paar Bildchen. Als wäre das hier eine Finish-Welt. Und sowas hasse ich. Leider kann ich nicht hören, was sie sagen. Und selbst wenn ich es hören könnte, verstehe ich kein Japanisch. Und ja, lassen wir die Punkte sein. Tatsache ist, dieser Virtual Market war leider ziemlich schwach im Vergleich zu seinen anderen. Die Stände waren gut. Die Storys waren auch halbwegs gut. Mit Ausnahme der Questwelten. Da wurde ganz schön schwach hingehauen. Aber ja, es gab halt zu viele Momente, wo man wirklich gemerkt hat, das Event wurde gewascht. Es wurden viele Dinge nicht richtig kontrolliert. Das neue Feature passte mal so gar nicht richtig ins Spiel rein. Und wäre das noch nicht genug, haben einige Welten so grausame Funktionen bekommen, wie zum Beispiel die Cubes mit ihrer Soundkulisse, die einen in den Wahnsinn trieb. Tja, Tatsache ist, dieses Jahr Virtual Market kommt leider nicht an die anderen ran. Oh, da hat sich jemand den ein. Oh, das ist Deathmap! Oh mein Gott, das ist Deathmap! Für alle, die sich wundern, warum ich gerade so reagiere. Es gab ein kleines Special, das kommt nächste Woche, in dem ich ins Mind Café gegangen bin hier in Virtual Market. Das kommt noch als nächste Woche als Special. Und Deathbed war einer der Personen, die an meinem Tisch saßen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wir waren zu viert an einem Tisch und er war einer von ihnen. Deswegen war ich gerade so erschrocken. Und ja, völlig wundern, warum ich hier stehe. Ich hoffe, dass der Virtual Truck jetzt nochmal vorbeifährt. Nämlich in der Aufnahme, das ist in diesem Fall wohl D, ist es nämlich passiert damals in der anderen. Ich weiß nicht, worauf sie immer reagieren, allerdings. Es könnte jeder Charakter sein, aber wenn ich es bin, ja, dann könnte es sein, dass ich auch etwas Japanisch vielleicht draufgepackt habe, oder nee, ich habe doch kein Japanisch hier draufgepackt. Japanisch habe ich auf Laufstelle gepackt. Keine Ahnung mehr. War ich Japanisch auf dem Skin? Weiß ich gerade nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Naja, bei über 100 Modellen ist es verständlich. Was ist da hinter uns erschienen? Auf jeden Fall ziemlich viel los. Also ich bin's heftig, dass Death Map hier ist. Wie schon gesagt, er war einfach mal der bei mir am Tisch saß. Das Special kommt noch. Und ja, insgesamt sagen wir es so, wären Airman, Coolstar und Otaku nicht dabei gewesen, wäre dieser Virtual Market ein voller Flop geworden, finde ich. Es wäre einfach, hätte einfach keinen richtigen Spaß gemacht. Die ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, ich mache das Ganze ohne Text natürlich, hätte das Ganze ruiniert und sorry, dass das Video jetzt ein bisschen zu spät kommt, nämlich gerade ist 10 geworden und ja, ich habe eine Menge gequatscht, aber ich wollte ein bisschen Spaß haben, das heißt, es kommt ein bisschen nach.
Und ja, Virtual Market, ich mag euer Projekt, aber dieses Jahr habt ihr, also dieses Event, habt ihr leider es ziemlich deutlich sehen lassen, dass ihr das Event eher gewascht habt und nachdem alles, was im Thema Story war, abgeschlossen war, einfach null Kontrolle mehr da war. Ich weiß, die Poster werden random gezogen, allerdings ist es schon ein bisschen verdächtig, wenn es hauptsächlich nur Personen trifft, die entweder im Team sind oder schon Stände haben. Und ich ganz schön wenige andere Communities sehe, wie in den anderen Jahren es immer war. Winter und Sommer wohlgemerkt. Und das bei den Musik- und Community-Ständen ebenfalls ziemlich stark auffällt, dass sehr viele vom Team da sind. Und das neue Feature einfach out of place wirkte. Tja. Ja. Eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist auf jeden Fall cool, dass sie so ein offenes Event machen, dass es halt möglich ist, tatsächlich hier aufzutreten. Und wie ich schon gesagt habe, Virtual Market Real, ich bin da am Auftauchen, bin sowohl auf dem Truck als auch irgendwo als kleines Bild zu sehen. Und jetzt bin ich sogar vor Ort in Form einer Kamera an einem riesengroßen, tragbaren japanischen Stand. Ich habe das Foto auf Twitter gesehen. Aber hey, wenigstens war ich dabei. Endlich. Ich habe seit Virtual Market 5 versucht, das seit, ich glaube, 5 war damals noch 2020, 2021 Mix. Und ja, damit habe ich es offiziell ganze 3 Jahre lang daran gearbeitet, wenigstens einen Auftritt zu haben. Und am Ende habe ich ihn bekommen. Auch wenn leider dieser Auftritt wieder verschwinden wird, da er in einer Parallelwelt war. Er wird sich nämlich am 4. mit der Schließung verabschieden. Und zwar für immer. Und die Portis World wird sich auch mit der Zeit verändern und damit auch dieses Bild sich verabschieden. Es ist schade. Aber wenigstens kann ich... bleibt der Avatar übrig für alle, die ihn gespeichert haben. Und damit bin ich ein kleines Stück von VR Chat History an mir. Hoffen wir mal, dass im Winter es besser läuft. Und man nicht. Und wenn es schon ankündigt ist, dass die Planung besser läuft. Wir werden ja spätestens die Parallelwelten morgen erfahren. Zumindest einer von ihnen. Ich beim letzten Mal wurde auch noch einer rausgegeben und das war Dubai. Was seltsam damals war, nämlich sonst geben sie immer alle 3 Parallelwelten raus. Und wenn sie jemals nach Deutschland parallel machen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall Düsseldorf nehmen. Ich glaube, wir alle wissen warum. Zwinker! Japanische Läden und Dokumi. Eine bessere Stadt gibt's nicht zum Darstellen. Wenn sie Berlin wählen, dann haben sie sich nicht informiert. Was zum? Was ist das denn? Ui! Ich bin auf dem Stand! Hey, ich hab meinen eigenen Stand! Dass ich das mal erleben darf! Ich hab einen eigenen Stand! Woo! Ja, hier kann ich ja keinen Stand machen, Unity oder so. Es gibt ja jetzt eine neue Beta. Ich vermute, deswegen ist auch ziemlich viel schief gelaufen, muss man fairerweise sagen. Das habe ich bis jetzt nicht bedacht. Dass sie komplett neue Engines und so dabei hatten. Viele neue Sachen. Ich hoffe, das beruhigt sich jetzt wieder mit Winter. Die haben es wohl übertrieben.
dieses Jahr. Und dadurch ist alles nicht so gelaufen wie sonst immer. Was zum... Okay. Ein Stand. Ja, ich hab's mal versucht. Virtual Market 5. Ist aber schief gelaufen. Das sind toll. Zum einen richtigen Einschicken kam nämlich erst mit Virtual Market 6. Und ja, lassen wir mal kurz die Gruppe zum Verabschieden. Wir setzen uns in die Ecke hier. Auf. Aber ich muss schon sagen, das kann ich ja jetzt mal spaßweise ansprechen an der Stelle, jetzt wo der Stand einfach mal rumstand. Natürlich hatte ich schon mal über so einen Stand nachgedacht, wie unter anderem zum Beispiel in Virtual Market oder auch sogar in Gedanken im Thema Dokumi. Allerdings, es macht keinen Sinn. Ich bin viel zu klein. Und ja, auch wenn Virtual erstens das günstiger ist, ist es zweitens unsetzbar. Diese Standmaker-Mod ist noch in der Beta und auf Japanisch, also ist sie noch nicht komplett ausgereift. Ich muss noch ein bisschen warten. Und ja, Dokumi-mäßig. So ein Stand ist extrem teuer, ich bin zu klein und falls das jemals passieren sollte, dann sollte man lieber den Stand mit jemandem teilen, so ähnlich wie man zum Beispiel ein Urlaub auch günstiger ist, ist dann auch so ein Stand übrig günstiger und ich glaube auch nicht, dass sich das aktuell lohnt. Ja, wie schon gesagt, ich hatte es mal überlegt, lohnt sich aber nicht und allein auch nicht. Und Virtual Market, ja, da ist halt die technischen Probleme. Ich wollte es einfach mal angesprochen haben. Und deswegen mal gerne von euch wissen, würdet ihr in Form einer dieser Stände das sehen wollen oder nicht? Das ist natürlich jetzt keine Bestätigung und sowas, ich würde es machen oder so. Ich will es einfach nur mal wissen. Ich habe ja eben schon alles gesagt, was dagegen spricht. So. Das wollte ich endlich mal sagen und jetzt war die perfekte Gelegenheit. So, Leute. Das war's. Wir verabschieden uns damit offiziell von diesem Kanal von Virtual Market. Naja, nicht ganz. Ein Video kommt noch. Wie ich schon sagte, das Mindcafé, was als Special erscheinen wird. Allerdings ist das komplett auf Englisch, also ja, es war ein englisches Event. Und ich werde, morgen ist noch ein Virtual Market auf dem 2-Kanal. Ich weiß nicht, wie ich es machen werde, ob ich nur ein paar Welten hochladen werde oder alles auf einmal. Mal gucken, wie es heute läuft. Und ja, danach ist Schluss. Virtual Market kehrt zurück im Dezember. Offiziell. Ich werde natürlich gucken, dass ich wieder ein paar Gäste dabei habe. Allein macht es nämlich nicht so viel Spaß. Wie ich schon sagte, ohne Airman, Otaku und auch natürlich Kurz da, wäre das Projekt einfach nicht dasselbe gewesen. Und wer hätte viel schlechter durchgeschnitten. Da merkt man wieder, dass ich viel zu oft allein bin. Ach, jetzt habe ich genug gequatscht. Und es ist viel zu lange in die Länge gezogen. Wir sind schon über 20 Minuten. Nur gequatschen, um ein Fazit zu setzen. Okay. Das ist ausnahmsweise mal nicht geschnitten. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Auto. Und bye. Und schreibt gerne auch eure Meinung plus die Antwort zur Frage in die Kommentare. Bye.